Weiter geht es mit Donkey Kong Country 2. Wir waren bereits beim Krokodilkessel angekommen. In Feuerleveln ist immer etwas versteckt hinter dem Startpunkt. Dieser Level heißt Lava Samba. Die Lava ist eigentlich gar kein wirkliches Hindernis. Wir sind nur tot, wenn wir da reinfallen, weil wir dann im Loch landen. Ihr seht, die braunen Krokodilköpfe katapultieren uns hoch. Hoffen wir mal, dass unsere beiden lieben Affen in dieser Welt keinen Hitzekoller bekommen. Die Geheimgänge sind in dem Level relativ leicht zu finden. Obwohl, was sage ich denn da? Das ist eigentlich fast immer so in Leveln, wo es nur von links nach rechts geht. Sammle die Sterne. 60 Stück. Oh, das Gehopse macht Spaß. Ah, da haben wir ja schon das Mitteltor. Ah, das ist auch ein neuer Freund von den Kongs. Squitter, die Spinne. Viele Leute haben Angst vor Spinnen, aber diese Spinne ist ganz lieb. Und vor allem sehr praktisch. Da fällt mir ein, in I Don't Wanna Be Anything gab es eine Gegend, die eine Anspielung auf ein Level von Donkey Kong 2 ist. Welchen Level ich meine, das werde ich jetzt noch nicht verraten, sondern erst, wenn wir in diesem Level angekommen sind. In I Don't Wanna Be Anything bekommt man dort eine Kanone, mit der man sich auch solche netzartigen Plattformen machen kann. Das hört sich auch genauso an wie hier in Donkey Kong Country 2. Finde die Münze. Oh, das war so schwer. Ich weiß nicht mehr genau, wie diese blauen Krokodile heißen. Es gibt aber auch noch eine andere Variante von ihnen. Die ist so blassrot. Ich weiß auch, was sie für einen Unterschied haben. Sie laufen auf Plattformen nicht hin und her, sondern laufen herunter, wenn sie an einem Abgrund ankommen. Wir müssen wieder die Münze finden. Dixie Kong trinkt ja immer etwas aus ihrer Dose, wenn man lange genug stehen bleibt und nichts tut. Nur hier in dieser Vulkanzone sollte sie aufpassen, dass es nicht zu warm wird. Oh. Es gibt diesmal keinen roten Ballon im Ziel, das ist aber gemein. In Feuerleveln hört sich das irgendwie anders an, wenn Diddy Kong mit seinem Radio herummacht. Ah, wir sind wieder in Spankys Goldgrube. Ich habe fast immer nur Glückstage. Eisballast. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Viermal. Der mit der Knete. Grün und braun.
ein Leben. Es gibt fünf. Piratenpanik, Schlottermast, Schiff Ahoi, sinkender Holländer und Segeltrauma. 10x10, das ist erste Klasse, das kleine 1x1. Level 2 ist das. Konnte man ihren Namen bis jetzt schon einmal hören? Oder lesen, besser gesagt? Ja, wir werden uns in der nächsten Welt wiedersehen. Öllergrube. Dieser Level birgt ein ziemlich mieses Geheimnis. Die Donkey Kong Münze finden wir hier in diesem Bonusspiel. Ist auch, glaube ich, nur mit Dixie Kong möglich. Oder nee, ich glaube, da würde man auch mit dem einfachen Rollfallsprung drüber kommen. Aber ich wüsste nicht, ob ich das so schnell selber herausgefunden hätte. Ich meine, mein großer Bruder hat in diesem Level früher auch immer vergeblich nach der Donkey Kong Münze gesucht. Ja, ich bin jetzt gerade leider nicht zu Hause, sonst könnte ich ihn vielleicht mal fragen. Aber ich gehe halt einfach mal schwer davon aus. Ich meine, den Hintergrund habe ich auch schon mal in I Wanna Get Cultured gesehen. Das ist auch ein I Wanna Be The Guy Fangame. Ich glaube aus dem Jahre 2014. Oh, ich komme mir mal wieder wie so ein geheimnisvoller Mensch vor. Was ich alles für Spiele kenne, kaum vorstellbar. Ach, da übrigens, der obere Weg vom ersten Level aus, der führt uns zu Klubas Kiosk. Allerdings habe ich noch nicht genügend Quem-Münzen. Dafür muss ich erst noch diesen Level hier schaffen, mit allen Geheimgängen. Der erste Level aus der verlorenen Welt heißt Dschungelzauber. Leicht verdienter Bonus. Diese Libelle hatte ich zuerst gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, Donkey Kong Country 2 ist der schwerste von den drei SNES-Teilen. Wer da anderer Meinung ist, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Diese Krokodile haben ein Holzbein, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Auf die Kanonenkugeln kann ich natürlich nicht drauf springen, da tue ich mir weh. Es gibt auch noch rote Wespen, die sind gepanzert und unzerstörbar. Vielleicht könnte man sie ja mit TNT-Fässern killen, aber leider stehen einem niemals welche zur Verfügung. Wofür steht eigentlich nochmal die Abkürzung TNT? Sollte ich morgen vielleicht mal recherchieren. Finde die Münze. Hier ist nichts. Ab, 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 ab. Ups! Da war wohl nichts. Was mache ich denn hier, ey? Boah, wenn mir jetzt die Zeit ausgeht, dann ist das aber echt eine Schande. Ich dachte, ich könnte nicht über das eine Fass hinwegfliegen. Das ging ja gerade noch mal gut. Irgendwas läuft immer wieder mal ein bisschen dumm. Ich denke, nach dem Level werde ich auch wieder einen Schnitt machen. Ja, obwohl der letzte Geheimgang aus dem Level ist nicht ganz ungefährlich.
Wo gehe ich zuerst hin? Ach scheiße. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das hier ist recht tricky. Hier braucht man wirklich ziemlich genaues Timing. Ja. Hat aber funktioniert. Finde die Mütze. Ebenfalls very easy. Jetzt müsste auch das Ziel kommen. Oh, klar. Das N war an der einen Stelle. Ach, ich verzichte einfach auf den roten Luftballon. So. Gehen wir nochmal eben zu Klubba und zahlen ihm 15 Quemmünzen. Und das, obwohl er einen so unsympathischen Eindruck macht. Ja, bitte. Hier ist die Knete. So. Und jetzt ist genug gequasselt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.